Herr Fuhrer, was dürfen wir vom Zermatt Unplugged 2021 erwarten? Ja, im April 2021 wird es, und so viel ist klar, kein normales Zermatt Unplugged können geben. Was aber nicht heisst, dass es kein Zermatt Unplugged Erlebnis wird geben im April. Wir werden neu auf zwei Wochenende fokussieren, werden über zwei Wochenende, jeweils drei Tage, an verschiedenen Locations, auf dem Berg, im Dorf, drinnen, draussen, wo wir mal von einer Planungsgröße von 100 Personen ausgehen, Konzerte und Showcases haben. Von Künstlern, die hauptsächlich schon mal am Festival gewesen sind, wo wir wirklich, wenn so viele Künstler, mal Freundschaften haben können aufbauen können, die holen wir zurück und mit ihnen. Und wenn wir schöne Zermatt Unplugged Moment für das Publikum ermöglichen. Habt ihr weiteres geplant mit dem Zermatt Unplugged? Unsere Idee und Konzept ist im Moment, dass wir auch im Sommer 2021 etwas werden machen über mehrere Wochenende mit einem ähnlichen Konzept und Format, wie wir es im Winter machen. Der Sommer bietet in Zermatt extrem viel, extrem viele schöne Locations. Also wir werden über mehrere Wochenende im Sommer Konzerte und Showcases von Künstlern, die alle über eine gewisse Zeit in Zermatt bleiben, sich dort lassen, inspirieren, arbeiten an ihren Sachen, Konzerte und Showcases machen. So dass man den ganzen Sommer über die Zermatt Unplugged Erlebnisse mitnehmen kann. Und die Tickets können wir bei Zermatt Tourismus buchen oder im Internet? Oder wie kommen wir zu diesen Tickets? Unser Fahrplan ist im Moment so, dass wir eigentlich im Dezember mal wollen, mit dem ersten Programm, ersten Ablauf und so weiter rausgehen, dass man ab Dezember dann auch Tickets kaufen für April. Der Sommer kommt dann wahrscheinlich später, im März, April, dass wir dort auch entsprechend Vorlaufzeit haben.